Hallo, hey, mega gut bist du da. Ich bin hier in meinem Büro daheim und habe heute gedacht, es ist Zeit, um euch einen Einblick zu geben, was wir diesen Sommer alles so für Erlebnisse geplant haben. Vielleicht auch mit um dich ein bisschen inspirieren, um dir ein bisschen einen Eindruck zu geben, was so der Hintergrund ist und ja, vielleicht auch so ein bisschen einen Eindruck geben, was so ein bisschen neu ist. Und was du Lust hast, mit mir einzutauchen in die Erlebnisse, dann bist du genau richtig. Wir haben nämlich noch etwas Neues, etwas, das mega aufregend ist und ich mich unglaublich darauf freue. Und zwar gibt es diesen Sommer ganz, ganz viele coole Gipfelerlebnisse und Hochtourencamps, wo wir in der ganzen Schweiz unterwegs werden sein mit einem mega vertrauten Bergführer-Team, wo ich schon mehrfach mit ihnen geschafft habe. Das sind diverse Frauen und ein Mann, genau, wo das mit mir alles erstellt haben und ja, für mich das mega aufregend ist, weil das einerseits für mich ganz, ganz etwas Wichtiges ist, weil ich finde, dass wir ja, auch ein bisschen höher raus dürfen und auch ein bisschen intensiver dürfen, aber das immer wieder ein bisschen in einer guten Stabilität können zu machen, das ist mega, mega essentiell. Ich komme nachher noch ein bisschen vertiefter darauf zurück und gebe euch so verschiedene Camps und einen kleinen Eindruck, was euch dort erwartet. Starten wir jetzt aber mit dem Wasser, weil jetzt gerade der Sommer angefangen hat und ja, ich mich selber mega fest freue, möglichst viel Zeit im Wasser zu verbringen. Und zwar zeige ich euch hier eine gerade schnell alle unsere geplanten Wakesurf-Daten. Wir haben ganz viele verschiedene Wakesurf-Workshops, wo eigentlich jedes Level willkommen ist. Also egal, ob du absoluter Anfänger bist und das noch gar nie gemacht hast, oder ob du vielleicht schon auf dem Wakesurf gestanden bist und schon gesurft bist hinter dem Boot, aber einfach so ein bisschen Tipps brauchst oder noch ein bisschen mehr Hilfe brauchst für deinen Style zu entwickeln. Genau. Jeder ist herzlich willkommen. Wir sind alles Frauen vom Boot, bis auf den Fahrer. Und ja, haben immer mega tolle Ambiente und immer mega gute Zeit, jeweils an diesen Sonntagmorgen, ja, wo wir wirklich so ein bisschen den flachen See noch geniessen, bevor dann der Ansturm kommt. Nebst dem Wakesurfen gehen wir an diversen Daten paddeln und die Surftechnik üben. Das machen wir im See. Das ist für mich persönlich immer so etwas, das ein bisschen untergeht. Wir gehen in die Surfferien und bam, sind wir mit drin. Wir merken spätestens einen Tag später, wo wir dann irgendwie unsere Arme kommen können, lupfen vom Paddeln. Und ja, das ist so die Idee dahinter, dass wir wie auch hier daheim uns Zeit nehmen zum Paddeln, um die Technik zu üben, zum Duckdive lernen. Und zum auch die Sicherheit und die Stabilität auch in unsere Muskeln bringen, in unsere Arme, in unseren Core bringen. Dass wir nachher, wenn wir dann mal effektiv in der Surfer sind, dass wir dann auch die Power mitbringen. Du findest alle Daten hier hin. Ja, hier hin. Für mich ist das neu, das ist alles spiegelverkehrt. Darum ja, hoffe ich, dass das klappt heute. Genau, die Daten sind eigentlich alle schon gestellt. Du kannst dich dann mehr gerne anmelden, falls du kein eigenes Surfbrett hast. Kein Thema, wir organisieren die Reise, kannst du einfach mitbuchen. Und dann bringen wir die Reise vor Ort mit. Genau. Dann haben wir auch noch eine coole Geschichte. Und das ist die ganze Surf-Freedive-Kurslektion, die wir aufbereitet für euch. Und zwar geht es dort mega fest darum, um so die kleinen Blockaden oder die kleinen Ängste, die man hat, können zu lösen oder zu brechen. Wir machen das mit der Manu Meier. Sie ist eine unglaublich tolle Frau. Sie ist ausgebildet im Bereich des Freitauchen und macht selber auch sehr viele Kurse mit dem Atem, mit Yoga kombiniert und mit dem Freitauchen im Allgemeinen. Und ich habe so für mich auch selber gemerkt, beim Surfen ist es für mich immer sehr, sehr essentiell, wie es mir geht im Wasser. Und was ich auch mega crazy finde eigentlich, ist, dass vor allem wir Frauen mega oft, bevor wir abhauen, bevor wir uns wirklich super positionieren, bevor überhaupt all das passiert, dass wir überhaupt in der Welle nehmen können, wir schon mental im Kopf eigentlich in dieser Waschmaschine sind. Oder in dieser Zone, wo einfach eine Welle nach dem anderen reinbricht. Und einfach so ein bisschen mental eigentlich schon dort sind, wo wir nicht sein wollen. Und nicht dort,
wie man die Wellen surfen und wie es eigentlich sein könnte. Und ich glaube, das hat mega viel mit dieser unbewussten, tiefen Angst zu tun, in dieser Waschmaschine zu sein, wo wir eigentlich die Kontrolle voll mit abgeben. Und Manu hat eine unglaublich tolle Art, um das in diesem Kurs dir wie mitzuteilen, wie du unter dem Wasser kannst entspannen kannst. Die Zeit unter dem Wasser, auch wenn es dich dreht und auch wenn es dich wirbelt, wie du dort einfach kannst entspannen kannst und dir kannst sagen, hey, mein Körper schafft das, ich kann da unten ruhig bleiben, je ruhiger ich bleibe, desto länger habe ich da unten erholte Ruhephase, die ich geniessen kann. Es klingt ein bisschen absurd, aber in einem Kurs werdet ihr merken, es hat viel mit Atem zu tun, es hat viel mit dem mentalen Bewusstsein zu tun und sie macht das genial. Es ist ein Abend, wo wir indoor im Hallenbad neu machen. Letztes Jahr haben wir es draußen gemacht. Es ist einfach zu kalt, wenn man da auf dem Wasser liegt und sich entspannen. Und wir haben hier coole Hallenbäder gemietet für die Anlässe, wo wir mit euch dort können. Mega vertieft in die Thematik hineingehen. Genau. Ja, soviel zum Wasser. Etwas ganz Wichtiges, wo ich mega freut habe, dass wir das endlich zustande bekommen haben, ist im Oktober. Das Datum werden wir noch veröffentlichen, aber es ist schon alles definiert und alles gesichert. Im Oktober werden wir ein Wochenende in die Alaya Bay gehen, auf Sion, und werden ein Girls Camp machen dort. 4 Surf Sessions machen, also 2 pro Tag. Mit Coaching, mit Yoga, mit einer schönen Übernachtung und allem rundherum. Also, stay tuned for that. Wir werden euch da sicher auf dem Laufenden halten. Und falls du im Oktober schon Zeit hast, schau doch, dass das zweite Wochenende im Oktober dir ein bisschen frei holt ist. Dann Skaten. Beim Skaten haben wir einerseits unsere Surfskate-Lektionen, die schon relativ lang bestehend sind. Die Surfskate-Lektionen, die machen wir in Bezug zum Surfen so ein bisschen, plus auch vom Absatzbeginn bis Intermediate. Also dort ist wirklich auch ganz, ganz viel Raum gegen oben. Wir machen das zusammen mit dem Roman vom Surfari und haben immer unglaublich tolle Abende, wo wir da so ein bisschen am Cruisen sind und am Technik üben sind. Surfskate für die, die es nicht kennen, es ist ein ultra gutes Tool und du kannst nutzen auf dem Asphalt. Es kommt unglaublich nah ans Surfen an. Von der Technik her. Du kannst also mega fest deine Surftechnik so ein bisschen verankern oben und in den Beinen und im ganzen Körper. Und nebenbei einfach da daheim so ein bisschen, ja, ein gutes Surferlebnis haben. Ich zeige euch hier eine, nochmal alle Daten von den kommenden Surfskate-Events. Ja, schaut doch, dass ihr euch das sichert. Die sind immer ultra schnell ausverkauft. Falls ihr kein eigenes Surfskate habt, kein Thema, einfach auch mitbuchen, dann bringen wir euch eins mit. Es lohnt sich da wirklich, den Spot im Voraus schon zu sichern, weil dort immer alle Plätze mega schnell weg sind. Genau, dann haben wir einen Allround- und Art-Skate-Workshop in Laax. Dort tun wir das Datum auch gerade hier einblenden. Und der wird ganz, ganz lässig. In Laax und Rocks hat es ja die kombinierte Rolling Bowl und den Pump und ganz viele Möglichkeiten auch noch oben auf dem Berg. Wir werden das alles ein bisschen nutzen, mit einem guten, leckeren, gesunden Mittag, mit der Elena Könz, die kommt coachen, und mit einem Grip-Tape malen, wo wir mit Elena Könz, die auch Künstlerin ist, uns noch so ein bisschen verwirklichen können. Und vor allem mit einem Grip-Tape, wo wir nachher dann vielleicht irgendwann mal auf unser eigenes Surfskate oder Skateboard oder was auch immer drauf klebt. Vielleicht ist es einfach der heile Wand am Schluss, weil es so super ist und einfach deinen Raum verschönern, genau. Aber der Allround Skateboard Workshop, der ist wirklich für alle Arten von Skaten. Also dort dürfen einfach alle Frauen zusammenkommen, profitieren vom Know-how der Girls, die vor Ort sind. Es kann auch ein absoluter Beginner dort teilnehmen. Also es ist wirklich offen für jeden. Genau. Guten Tag in Laax verbringen. Dann kommen wir nochmal zurück auf die Berghochtour-Camps. Ich tue es auch mal hier auch mega fest einblenden, was alles so ein kommt. Du hast gesehen, dass ja, es sind mega viele coole Daten und mega viele coole Camps. Wir haben zum Beispiel das Drift-Hütten-Camp, wo ich selber mal dort geschafft habe und die Leute kennen. Es ist unglaublich ein schöner Ort. Es ist eine lange und ja, ein bisschen zähe Wanderung dort oben, aber es geht und ich glaube, das schafft jede von euch.
Hier oben ankommen ist es aber wirklich lohnenswert. Wir dürfen dann dort oben noch ein bisschen anseilen, abseilen üben. Was auch mal super ist, wenn man sich mal irgendwo darf abseilen, dass man es auch mal so ein bisschen erlebt hat. Man genießt dann den wunderschönen Sonnenuntergang, der wirklich fast jeden Abend hier oben stattfindet. Etwas Feines zum Nacht, coole Übernachtung und am nächsten Tag laufen wir über den Gletscher. Ich bin dann wieder oben. Und ja, es wird ein absolutes Highlight von diesem Sommer, definitiv. Wir haben das Camp in Bad Haus. Wir haben ja, ganz, ganz viele coole Angebote, wo du sicher dein perfektes Camp findest. Und dort wollen wir auch noch mal sagen, wegen den Preisen, wir wollen dort möglichst transparent sein, aber wir haben mega, mega fest auch erwähnt, dass in all diesen Camps ausgebildete Bergführer und Bergführerinnen dabei sind. Und durch die Tagespauschale von 600 Franken, die dort entstehen, halt auch die Preise ein bisschen höher sind. Aber wir wirklich herzensgross das können betonen, dass ihr wirklich an diesen Camps und an diesen Gipfeltagen unglaublich viel von den Leuten lernt. Also es ist nicht nur ein Führen, die den Leuten nur wieder umbringen und wieder runter, sondern dort ist im ganzen Prozess, im ganzen Verlauf von diesen Tagen ist wirklich ganz, ganz viel Learning mit dabei, wo ihr ja, in den Bergen einfach das so wertschätzen könnt mitnehmen und ja, unglaublich viel, viel Neues werdet hören auf dem Weg, wo ich in Zukunft für euch Hochtouren oder einfach für eure Bergtouren ganz, ganz viel an Wert mitgegeben haben. Genau, neben den Camps, die meistens zwei Tage sind, haben wir auch das Gipfeltageserlebnis. Die Gipfeltage, die sind für mich auch so ein Highlight vom Sommer, einfach da, weil ich so finde, wir müssen uns einfach manchmal im Leben so einen Gipfel geben. Und zwar nicht nur körperlich dort hochkommen und streng haben, sondern einfach auch für den mentalen Teil. Also auch für alle euch, die sagen, hey, vielleicht bin ich gar nicht genug fit für das. Streichen. Ich glaube, die Fitness, die erfüllt jeden von euch. Ich glaube, wichtig ist aber der mentale Teil, wo wir einfach wie manchmal so ein bisschen unter unsere Grenzen kommen, dass wir nachher wieder wachsen können. Und ich stelle mir das, oder ich weiss es persönlich aus meiner eigenen Erfahrung, es ist so ein Wert, wenn du kannst, ein bisschen an deine Grenzen kommen, natürlich in einem super guten Umfeld, wo gesaved ist, mit ausgebildeten Bergführerinnen, die dich abholen können mit jemandem von unserem Team, der immer für dich da ist und wo dich supportet auf dem Weg, aber wo du einfach, ja, wo du einfach ein riesen Erfolgserlebnis haben kannst, wo dir nicht nur für den Gipfeltag, sondern einfach auch für deinen Alltag, für deinen Tag im Berufsleben wieder mega viel Kraft gibt und Power gibt und zeigt, dass alles möglich ist. Und die Gipfeltage sind wirklich alle vom Level her absolut machbar. Wir sind einfach wirklich in den Bergen und wir sind wirklich weit oben. Und auf das freue ich mich unglaublich fest und ich hoffe, dass ihr alle ja, dort sicher euren einen Tag rausschnappt und mit uns ja, ein bisschen die rohe Natur und die Ruhe werden können geniessen. So, jetzt habe ich mal alles so ein bisschen erzählt zu diesen Camps. Ihr dürft uns jederzeit ein E-Mail schreiben, falls ihr irgendeine Frage habt. Also, fühlt euch frei auf info@chicksonboard.ch uns zu schreiben, über Instagram, über Facebook, in unseren Kommentarsparten. Ja, meldet euch einfach. Wir freuen uns mega über eure Fragen und auch über eure Anmeldungen, dass wir da ein paar coole Tage miteinander geniessen können. Und falls du jetzt zum Beispiel unseren YouTube-Channel noch nicht abonniert hast, wir werden immer mehr so kleine Sachen bringen und wir werden vor allem auch so ein bisschen probieren, die Transparenz und die Ehrlichkeit können darzustellen, dass eben eine Hochtour oder ein Wakesurf oder ein Surfskater nicht immer auf den ersten Klepper muss funktionieren, sondern dass es immer ein Prozess dahinter ist. Und ja, wir sind auch mega froh, dass wir euch in diesem Prozess unterstützen und hoffen, dass wir vielleicht genau dich diesen Mal begrüßen. Ja. Hey! Wir hören uns, wenn du Fragen hast, melde dich und sonst freue ich mich auf ein tolles Erlebnis mit dir. Bis bald!